Freitagnachmittag in der Ernst-Abbe-Bücherei. Kinder stöbern, lesen, schauen Bücher an. Doch was passiert hier? Ein blauer Teppich? Für wen sind diese bunten Sitzkissen? Eine Glocke? Und was verbirgt sich hinter diesem braunen Vorhang? Also wenn jeden Freitag 17 Uhr bei uns dieser Vorhang zugeht, dann geht es dahinter richtig los. Und zwar wird da für 30 Minuten Kindern vorgelesen, Kinder im Alter zwischen 4 und 8 Jahren. Wir sind sehr froh, dass auch jedes Mal Eltern dabei sind, Großeltern dabei sind, dass man sich Freitag hier verabredet. Und es gibt Geschichten ganz quer. Es können Prinzessinnengeschichten sein, Piraten oder auch Märchen. Die Spannung steigt. Gleich geht es los. Also, wollen wir mal loslegen? Guck, da liegt er im Bett und der Teddy guckt zum Fenster rein. Endlich nach 3 Wanderstunden hat er seinen Klaus gefunden. Teddy rief, als er ihn sah: Hallo, ich bin wieder da. Etwas seltsam war ihm doch und sein Herz ging. Oh, Teddy, hey, wie siehst du aus? Denkst du, mit dir spiele ich noch? Nein, dein Fell hat ja ein Loch. Geh, du alter Teddybär, du gefällst mir gar nicht mehr. Kann man eben nichts machen. Das ist Knabbauter auch. Jetzt ist aber Schluss. Noch eine! Nein! Beim nächsten Mal.